Folge Roblox Brookhaven auf dem Internet. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, vom gleichen Format hier, dann verlinke ich die euch oben beim i. Und wenn ihr neu hier seid und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es unbedingt, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! So, Schüler, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Fuchs. Guten Morgen. Hi, Ronja. Oh, hi, Anna. Du warst heute echt früh raus. Hast du nicht lange geschlafen? Nee, ich habe gar nicht gut geschlafen. Du? Nee, ich auch nicht. Ich habe voll komisch geträumt. Echt? Komisch. Ich nämlich auch. Was hast du denn geträumt? Also ich habe von einem See geträumt. Klingt ja erstmal ganz normal, oder? Ja, ziemlich. Ich träume manchmal von Seen, wenn man im Urlaub ist oder sowas. Aber in dem See war eine geheime Truhe. Hast du die aufgemacht? Was war drin? Ja, ich habe es versucht. Aber als ich dann unten war, hat sich der See in ein Internat verwandelt. Okay, aber es ist richtig merkwürdig, weil ich habe voll was Ähnliches geträumt. Ich habe geträumt, dass wir irgendwie in so einem Untergrund sind. Und da war super viel Security, aber aus irgendeinem Grund war mein Traum echt voll so, okay, da muss ich rein, unbedingt. Und du warst auch da. Und dann haben wir versucht, da einzubrechen, aber es hat irgendwie nicht geklappt und dann bin ich aufgewacht. Auf jeden Fall gab es in unseren beiden Träumen was Geheimes. Wirklich merkwürdiger Traum. So, Gedichtsanalyse. Wer möchte mir sagen, was es damit auf sich hat? Hoffentlich komme ich nicht dran. Ronja? Okay, ja, also, Gedichtsanalyse hier bei dem, was wir als Hausaufgabe aufhatten. Da sind ganz viele Alliterationen und Anaphern und da ist ja auch viel, wird ja die Farbe grün benutzt. Und, ich glaube, der Unterricht müsste gleich zu Ende sein. Hier kommen schon die anderen Schüler. Können wir langsam nach Hause gehen? Na gut, dann auf mit euch. Puh, nochmal Glück gehabt. Okay, lass uns gehen. Ja, richtig komisch aber mit den Träumen, oder? Ja, wirklich. Denkst du, das liegt am Internat? Ohne Mist, das habe ich mich auch schon gefragt, weil eigentlich habe ich sowas halt nie vorher geträumt und auf einmal kommt sowas an meinem ersten Tag hier. Vielleicht hat das Internat ja ein Geheimnis. Denkst du? Ja, vor allem auch bei uns beiden, zur selben Zeit. Ja, das ist ganz schön verdächtig, da hast du recht. Lass uns erstmal zum Mittagessen gehen, okay? So, ich glaube, die Cafeteria war oben. Oh, ich habe so einen Hunger, ich hoffe, die haben was Leckeres. Es gibt Pizza und Pizza. Oh, das gab es gestern schon. Auch noch Pepperoni. Das mag ich gar nicht. Oh, so schlecht ist die Pizza gar nicht. Oh, warte, ist es da hinten nicht Emilia? Was will die denn hier? Was macht ihr bitte an meinem Tisch? Emilia, keine Ahnung, was du hast, aber hier steht kein Name drauf. Hä? Das ist genau derselbe Tisch wie der daneben. Entschuldigung? Sie hat gesagt, es ist der gleiche Tisch wie der daneben. Der ist da noch frei, setz dich doch dahin. Hast du deine Hörhilfe verloren? Das ist mein Tisch. Macht gefälligst Platz. Emilia, ich denke nicht. Der andere Tisch ist frei. Setz dich doch dahin. Ansonsten ist der ganze Gemeinschaftsraum drüben frei. Du kannst auch dahin gehen. Das sind Sitzsäcke. Die sind eh viel gemütlicher. Ja, wieso sollten wir? Ihr versteht das wahrscheinlich nicht. Aber dieser Tisch ist für Gruppe 1. Nicht für Verlierer wie euch. Die eh sitzen bleiben. Entschuldigung? Ich meine, ja, ich habe schlechte Noten geschrieben vorher. Aber die Schule von Anna hat zugemacht, deswegen ist sie hierher gekommen. Ach so, der ist für Gruppe 1. Deswegen riecht er schlecht. Ich gehe zum Direktor und beschwere mich gleich, die blöde Kuh. Und was soll der Direktor machen? Ruft er dann bei dem Papa an und sagt, oh nein, die anderen Kinder waren gemein zu meiner Emilia. Das ist doch lächerlich. Komm, Ronja, lass uns einfach gehen. Wie ihr wollt, dann viel Spaß mit euren Strafarbeiten. Ja, Emilia, ist gut, wir gehen, du hast gewonnen. Wurde aber auch Zeit. Ach, oh mein Gott, die ist so nervig. Ich muss noch kurz aufs Klo, du kannst warten. Ich komm mit. Alles klar. Warte mal, was ist das? Ha? Das war eben noch nicht da. Was ist denn das? Warum ist denn der Boden da so komisch? Vielleicht können wir Emilia reinschubsen. Magst du es dir mal angucken? Ja, kann ja nicht schaden. Besser als Unterricht. Oh mein Gott! Anna? Hallo? Ist sie weg? Hat sie sich weggepartet? Okay, here we go. Anna? Was ist das hier? Ronja? Das ist richtig gruselig. Boah, ich hatte solche Angst. Es tut mir leid, dass ich eine Weile gebraucht habe. Zum Glück bist du nachgekommen. Okay, was ist das hier? Sollen wir uns mal umschauen? Weißt du, wo wir sind? Nee, keine Ahnung, aber das scheint irgendein geheimer Raum zu sein. Ich habe keinen Weg rausgefunden. Okay, dann lass uns erstmal gucken, was es hier alles gibt. Wir könnten hier einmal nach links gehen. Hier ist ein Licht. Was ist das? Okay, klingt gut. Also ich habe keine Angst. Der Raum sieht auch gar nicht gruselig aus. Was ist denn das? Guck mal, was ist, wenn wir hier nie wieder rauskommen? Was ist, wenn wir für immer in dem komischen Loch hier gefangen sind und niemand wird uns jemals finden? Ich habe Angst, Ronja. Ich habe auch keine Ahnung. Kann man hier Sachen machen? Okay, ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Ich habe sicher nichts kaputt gemacht, oder? Guck mal, hier ist so ein Code. Ja, was soll das überhaupt heißen? Power Coupler of A24. Ich kann hier die Schalter ausmachen und dann... Oh, das ändert sich. PSU Inf minus plus A25. Warte. Das ist richtig merkwürdig. Okay, hier ist irgendeine Konsole.
Und hier geht's hinten rum. Okay, was steht hier? Power on bei 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das sind die verschiedenen Schalter. Okay. Vielleicht kann man hier irgendwas tun. Ja, aber was? Warte mal, hier liegt irgendein Buch. Vielleicht können wir was tun, was uns rausbringt. Wo? Hier, das Weiße, unterm Tisch. Hier ist irgendein Zettel. Da sind Zahlencodes drauf und so Kram. Dieses hat irgendwas hier mit der Basis zu tun? Was ist denn das? Ist es in der Schule? Vielleicht hat das was mit den Träumen zu tun. Oh mein Gott, versteck dich, hier sind Schritte. Ich hör's. Psst. Oh mein Gott, da ist jemand. Warte, was macht der? Das ist richtig komisch. Was möchte der hier? Oh, diese nervigen Schüler überall. Aber meine Erfindung kommt gut voran. Nicht mehr lang, dann ist sie fertig. Wovon redet er? Anna, wir müssen uns hier rausschleichen. Komm mit, folg mir. Und ganz leise. Okay, schleiche raus. Um die Ecke? Okay. Okay. Oh, da vorne ist wieder Glitzer in der Boden. Lass uns schnell da hingehen. Wollen wir noch mal gucken, ob das beim Klo noch ist? Ich habe das davor noch nie gesehen. Das ist richtig merkwürdig. Ja, lass uns noch mal gucken. So, hier. Hallo? Wer ist das denn? Hier ist gesperrt. Wir müssen mal aufs Klo. Geht woanders. Wo sollen wir denn dann aufs Klo? Bei den Jungs vielleicht. Mir egal. Ja, ich will auch nicht aufs Jungsklo gehen. Entschuldigung, das kann doch nicht jetzt die ganze Zeit gesperrt sein. Wir müssen irgendwie auf dieses Klo kommen. Pass auf. Ich lenke ihn ab. Okay, ich rede mit ihm. Und du schleichst dich schnell ins Klo rein und guckst einfach, ob das noch glitzert auf dem Boden. Okay, das ist alles, was wir wissen müssen. Du gehst nicht in den Glitzer rein, okay? Auf keinen Fall. Ich kann dir nicht folgen. Okay, klingt nach einem Plan. Hallo Herr, Klomann. Wie geht's denn so? Also abgesehen vom halt das Klo bewachen. Was willst du? Oh, ich wollte nur fragen, wie es halt so geht. Vielleicht wollen Sie was frühstücken? Da drüben ist ja direkt die Cafeteria. Vielleicht wollen Sie gerade einmal mitkommen, dann kann ich Ihnen alles zeigen. Nein. Aber sind Sie nicht hungrig? Vielleicht einen schönen Kaffee, hä? Das wäre doch was für die Arbeit. Verschwinde. Oh nee, das ist schon der Gong zur nächsten Stunde. Anna, komm, lass uns gehen. Oh, so was Komisches. Hast du das Buch noch? Nee, du hast es doch, oder? Oh, ja, warte, du hast recht. Immer noch keine Ahnung, was das heißt. Hier ist so ein merkwürdiger Code. Sieht aus wie eine Geheimsprache oder irgendwie was Verschlüsseltes. Ja, das ist wirklich komisch. Okay, dann lass uns mal in der Bibliothek nach Codes suchen, so wie wir geplant haben. Ich guck von hier bis hier und du schaust das andere Regal, okay? Okay. Hast du was? Kann ich helfen? Ja, wir suchen nach Büchern oder irgendwas zu Geheimschriften. Wir müssen einen Code knacken. Oh, zeigt mal her. Hier, bitteschön. Ja. Das hier sind ganz klar Notizen von einem Erfinder. Oh, stimmt, der Typ hat auch irgendwas erzählt von irgendeiner Erfindung, die er gleich fertig hat. Steht da drauf, was für eine Erfindung das ist? Eine Maschine, die Menschen verwandeln soll. Was? Das klingt gruselig. Oh, der Typ ist doch auch rüber. Oh, der wird super merkwürdig. Garantiert, natürlich will der Menschen verwandeln. Was soll denn das? Das klingt wirklich gruselig. Und jetzt? Was sollen wir da machen? Ich meine, wir können den ja schlecht aufhalten. Da steht auch ein Security-Typ vor der Tür. Abgesehen davon sind wir halt beide auch noch super klein. Wir lassen uns was einfallen. Ich hoffe, du hast recht. Mein Herz schlägt immer noch wie wild. Ja, ich habe keine Ahnung, was war denn das? Wer war der komische Mann? Wie haben wir uns überhaupt teleportiert? Keine Ahnung, irgendwas mit dem Boden, weil der so komisch... Ich habe das auch vorher noch nie gesehen, mit dem merkwürdigen Glitzer am Boden. Ich verstehe gar nichts. Okay, denkst du, wir sollten irgendwie jemandem davon was erzählen? Einem Lehrer oder vielleicht dem Direktor, dass wir sagen, irgendwas in der Schule ist merkwürdig? Vielleicht. Aber vielleicht wissen die ja auch Bescheid. Denkst du, das ist irgendeine Verschwörung oder so? Und wenn nicht, glauben sie uns auch nicht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es ist nicht unbedingt das Glaubhafteste, zu sagen, der Boden hat geglitzert und wir haben uns in den geheimen Raum teleportiert. Das klingt mir wie ein Fiebertraum oder so. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Informationen. Ja, du hast recht. Dann lass uns morgen in der Schule nochmal nachschauen. Ja, wir können ja morgen nochmal aufs Klo. Okay, boah, ich bin so müde, aber lass uns erstmal schlafen gehen. Ja, du hast recht. Okay, ich leg mich schon mal hin. Gute Nacht. Gute Nacht. So, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann vergesst auf keinen Fall den kleinen Abo-Button zu drücken. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.